Grunde ist die EU wie so ein Rastafari-Zopf, ja, der irgendwie so verfilzt ist, dass man kaum noch durchkämmen kann. Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller. Ich begrüße Sie live aus Berlin. Und neben mir sitzt Frau, noch Professorin, darf man glaube ich so sagen, ja, Professorin Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik. Und genau das ist das Thema heute. Wir werden über Europa sprechen, über die EU, aber vor allem auch das Thema, was wahrscheinlich auch die Leute in der EU interessiert. Und zwar das Interview von Tucker Carlson in Moskau mit Wladimir Putin. Es ist bemerkenswert insofern, dass er der erste westliche Journalist ist, der mit Russlands Präsidenten gesprochen hat, ausführlich, 2 Stunden lang. Jetzt, Sie haben das Interview sicher mitgekriegt, haben das gesehen. Was ist vielleicht Ihre wichtigste Erkenntnis aus diesem 2 Stunden Gespräch mit dem bösen russischen Präsidenten Wladimir Putin? Ja, also erstmal danke, dass wir wieder miteinander sprechen. Das letzte Mal ist ja ungefähr ein Jahr her und dass wir über Europa sprechen. Wir haben ja am 9. Mai, Juni Europawahl. Also insofern, wir sehen ja auch gerade heute Aschermittwoch, dass sich alle vorbereiten, Aschermittwoch auf die Europawahl. Und das wird sicherlich interessant, was wir in den nächsten Monaten sehen werden. Ja, jetzt zum Interview mit Tucker Carlson. Also ich glaube tatsächlich, dass man sagen kann, dass mit diesem Interview natürlich ein Scoop gelandet wurde. Ja, also das hat ja offensichtlich jetzt schon 1 Milliarde Views, ist in der gesamten leitmedialen Welt behandelt worden. Man kommt an diesem Interview nicht vorbei. Und das ist als solches ja schon mal interessant, ja, dass jemand da einfach hinfliegt, mit Putin spricht. Offensichtlich hat sich die BBC ja zum Beispiel 18 Mal bemüht um ein Interview mit Putin und hat kein Interview bekommen. Das Interview ist hoffentlich, würde ich sagen, tatsächlich ein winziger Beitrag zu einem Frieden. Ja, weil natürlich, wenn man Putin aufmerksam zuhört in den 2 Stunden, glaube ich, schon klar ist, dass Putin verhandlungsbereit ist, friedenswillig ist. Und die Frage ist jetzt, ob vor allen Dingen wir in Europa da mal zuhören, also wirklich zuhören und sagen, wir wollen das jetzt mal austesten. Wir fliegen da mal hin, wir fragen mal, wie könnte denn dieser Friedensvertrag aussehen, der ja schon, das hat ja Putin in dem Interview auch gesagt, im April 2022 schon mal auf dem Tisch lag. Kommen wir dahin zurück? Wie könnte das aussehen? Und ich würde mir wünschen, dass wir in Europa darüber eine ganz starke Diskussion haben. Das heißt, was hat Putin uns denn da gesagt? Und wo sind auch Signale an Europa, wie wir da vielleicht rauskommen, bevor, ich sag mal, dieser Kontinent jetzt Amok läuft? Und mit Amoklaufen meine ich eben diese jüngsten Äußerungen von gestern oder von vorgestern. Katharina Barley, Atomwaffen aufrüsten, Christian Lindner, Atomwaffen. Also wir diskutieren ja jetzt in einer Art und Weise über Europa, die, um es kurz zu machen, dem Friedensprojekt Europa ja nicht würdig sind. Es ist ja, Sie sprechen die Aussagen an, es wird auch vom Skandalinterview gesprochen. Immer noch gibt es Leute, die warnen eigentlich vor diesem Einmarsch Putins in Europa. Man könnte meinen, er steht schon mit seinem Panzer schon vor Berlin. Ist das jetzt, wenn Sie dem russischen Präsidenten so zuhören, wenn Sie das angeschaut haben, hat Sie dieses Interview mehr beunruhigt oder beruhigt? Also mich hat erstmal jetzt ganz nüchtern sozusagen beruhigt oder überzeugt, dass ich da einen russischen Präsidenten sehe, der 2 Stunden lang gestochen scharf, sehr kontextualisiert und mit sehr vielen Fakten ein Interview führen kann. Und ich würde mich fragen, welcher amerikanische Präsident, Biden oder Trump, dazu überhaupt in der Lage wäre. Also 2 Stunden, es gab ja keine Notizen, er hat ja nicht irgendwie auf den Blog geguckt, es gab auch keinen Berater, der ihm irgendwas ins Ohr geflüstert hat, sondern ich habe einfach einen russischen Präsidenten erlebt, der sehr treffsicher ist und sehr, sehr, sehr besonnen argumentiert hat. Ja, so jetzt kann man davon nehmen und lassen, was man will. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie Putin über den grünen Klee loben, darum geht es überhaupt nicht. Aber nach Clausewitz, ja, ist ja ein Deutscher gewesen, dem Gegner zuhören und sagen, was bietet er denn an, das fände ich auf jeden Fall mal wichtig. Und es ist insofern eigentlich nur beschämend, dass ich zur gleichen Zeit erleben musste, dass mein Bundeskanzler Olaf Scholz in Washington einfach nur sagen kann, Putin hat einfach gelogen. Weil da müsste man dann jetzt wirklich mal hingehen und sagen, was in den 2 Stunden ist denn jetzt mal gelogen und wo setzen wir einfach mal an, wenn wir denn immer sagen, wir wollen Frieden. Das ist ja das, was die meisten Leute hier sagen. Und dann kommt immer danach Frieden durch mehr Waffen. Und die Frage ist, ob wir durch dieses Interview vielleicht als Europäer auch mal hinschauen könnten, ob es vielleicht eine andere Lösung gibt, als Frieden nur durch immer mehr Waffen zu machen. Was bedeutet das, was Putin sagte, ganz konkret für Europa?
Naja, also erstmal hat Putin, denke ich, Europa wissen lassen, dass wir eigentlich nicht vertragssicher sind. Das war, also natürlich hatte das Interview Spitzen, ja, also Spitzen gegen den Westen, gegen die USA, gegen Europa gedreht. Aber erstmal zu sagen, dieser Verweis, hier an diesem Tisch sitzen Präsidenten, mit denen unterschreibe ich irgendwelche Verträge und am nächsten Tag kommt jemand und sagt mir, die Verträge gelten nicht mehr. Ja, also das war ja ein klares Zeichen eigentlich, um zu sagen, dass der Westen im Grunde nicht verhandlungssicher ist. Und das sollte uns zu denken geben, denn das ist ja ein Teil dieser Diskussion. Haben wir jetzt ja oder nein versprochen, dass eine NATO-Osterweiterung in dieser Form nicht sein sollte? Haben wir ja oder nein versprochen, dass die Ukraine neutral ist? Haben wir ja oder nein versprochen, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt? Haben wir das Minsker Abkommen gebrochen und so weiter? Das sind ja genau die Fragen, um die es geht. Und insofern wäre eben sozusagen ein Vertrauensaufbau. Das ist ja das Wichtigste, wenn wir sagen, wir wollen Sicherheit miteinander und nicht voreinander, wie es eigentlich das klassische Ziel in der Entspannungspolitik gewesen ist, dann wäre ja die Frage, wie kommen wir wieder an so einen Vertrauensaufbau heran? Und ich finde, da müssten die Europäer bei diesem Interview mal genau zuhören. Ja, da gab es ja die Passagen genau über diese Vertragsabschlüsse. Es gab die Passagen über Boris Johnson und den Friedensschluss oder den Versuch des Friedens im April 2022. Es gab die Passagen über die Pipeline, ja, wer gesprengt hat und so weiter. Und wenn wir Vertrauensaufbau wollten, dann müssten wir als Europäer eigentlich das ernst nehmen und sagen, wir hören dazu und wir versuchen den Frieden oder das Angebot des Friedens, das meines Erachtens in diesem Interview zumindest in der Latenz liegt. Würde bedeuten, dass Sie forderten, Ursula von der Leyen sofort nach Moskau, sofort mit Präsident Putin sprechen? Oder was wäre jetzt konkret Ihr Appell an die EU-Kommissionspräsidentin? Ja, oder Borrell, wer auch immer, für die Europäische Kommission oder meinetwegen das Weimarer Dreieck, ja, dass Macron und Scholz und der polnische Präsident nach Moskau fliegen. Also Polen würde ja noch mal besonders Sinn machen. Wir haben ja jetzt gerade gestern oder vorgestern die Erinnerung an das sogenannte Weimarer Dreieck gehört. Ja, also dieses Dreieck zwischen Paris, Berlin und Warschau. Ich glaube tatsächlich, dass das inzwischen, das war Ihre Frage von eben, aber diese, sagen wir, Storytelling-Line, ja, dass Putin sozusagen, wenn wir ihn nicht in Kiew stoppen, dann ist er übermorgen in Berlin und dann in Lissabon. Diese Story ist ja wirklich dekonstruiert. Ich kann alle, die das jetzt hier hören, nur verweisen auf den wirklich großartigen Vortrag von Herrn Kujat, ja, dem ehemaligen, also einem Militär, einem bundesdeutschen Militär, der einen Vortrag gehalten hat, der auf den Nachdenkseiten zu sehen ist, wo er in einer Stunde Vortrag im Grunde plausibel argumentiert. Erstmal, dass das nie gesagt wurde, wenn man sich allein an das hält, was Putin tatsächlich in seinen letzten Reden immer gesagt hat. Aber nicht nur das. Also welches Land sollte Russland, wenn wir immer sagen, es geht ihm um Landeroberung, um Imperialismus. Russland ist ein riesengroßes Land. Ich glaube, dass Russland kein Land braucht und schon gar kein Land, unter dem es keine Ressourcen gibt. Ja, ist ja nicht so, als wenn hier in Deutschland irgendwie riesige Mengen Erdöl oder so unter dem Boden lägen, sondern es ging ja von Anfang an, und das weiß auch jeder, der den Konflikt verfolgt hat, um die Neutralität der Ukraine, um eine Brückenfunktion im Interesse Europas, im Interesse der Ukraine, die ja instrumentalisiert wurde wie kein zweites Land in diesem Konflikt, und im Interesse Russlands, damit wir Frieden miteinander machen und nicht in eine Situation kommen, so hat es Herr Kujat gestern formuliert, in der sich sozusagen NATO und russische Truppen Auge um Auge gegenüberstehen. Ja? Und dass wir da einen Brücken, also eine Pufferzone schaffen im Sinne einer eurasischen oder einer europäischen Entspannungspolitik, das kann doch nur wünschenswert sein. Und man kann nur hoffen, dass auch dieses Interview von Putin, über das reden wir ja jetzt gerade, dahin zumindest ein bisschen hingeführt hat. Wie steht es um diese Pufferzone, die Sie ansprechen? Wie geht es aktuell Stand heute der EU? Naja, also der EU geht es nicht gut, das ist auch keine Neuigkeit. Der EU ging es auch schon vor 10 Jahren nicht gut in der Bankenkrise, der EU ging es nicht gut in der Geflüchtetenkrise. Ja, also die EU ist seit mindestens mal einer Dekade in einer permanenten Krisenerzählung. Also wenn die Leute EU hören, dann raufen sich die meisten Leute die Haare, die EU, die EU. Die EU wird empfunden als übergriffig. Die EU hat natürlich auch einen Skandal um die Impfstoffbeschaffung hinter sich, der meines Erachtens nicht genug thematisiert wird. Also diese Verträge, die Frau von der Leyen da auf dem Handy irgendwie gemacht hat und die zum größten
größten Teil geschwärzt sind. Das gehört ja auch einer demokratischen Aufarbeitung zugeführt. Das heißt, das Problem ist, dass wir inzwischen eine Dekade, 10 Jahre lang mindestens, eine Krisenerzählung haben, dass die EU nichts ist und nichts kann. Ja, Bankenkrise, Geflüchtetenkrise, Corona und so weiter. Und das Problem dabei ist, dass das ja in großen Teilen einfach stimmt, ja, also dass wir natürlich, ich habe dazu ja selber einige Bücher geschrieben, aber dass man wirklich mal hingucken muss, wo die EU einfach, sagen wir mal, Strukturen hat, die im eigentlich demokratischen Sinn nicht demokratisch sind, keine Gewaltenteilung, sondern wir haben ja so ein trilaterales System, die Kommission mit dem Parlament, mit dem Rat, was die meisten Bürger nicht verstehen, das heißt, wir haben Phänomene der Entfremdung, die meisten Bürger verstehen die Mechanismen der Europäischen Union nicht und so weiter. Und wir kommen eben, und das ist mein zentraler Punkt, in eine Situation, wo die meisten Leute fast zu Recht mit der EU ein riesengroßes Problem haben, aber damit natürlich das Kind mit dem Bade ausschütten, weil Europa muss ja irgendwie sein. Also die eigentliche Frage ist ja, wollen wir ein funktionierendes, souveränes, emanzipiertes Europa in der Welt? Ein Europa jenseits der EU, ein Europa, was dezidiert anders ist oder wäre als diese EU, dezentral, demokratisch und so weiter, was aber eben noch nicht da ist. Und da steckt jetzt die Diskussion, das heißt, die meisten Leute sind überdrüssig der EU. Wir haben in den meisten EU-Mitgliedstaaten große oder latente Pluralitäten, wenn nicht sogar Mehrheiten gegen die EU, also Populismus natürlich, ja, AfD, FPÖ, Orban, Peace-Partei, Marine Le Pen, die werden alle 40 plus minus Prozent bei der Europawahl bekommen. Das heißt, es wird eine blaue Welle. Ja? Wir werden also die Ablehnung gegen die EU drastisch zu spüren bekommen. Wir haben in ganz vielen EU-Ländern, auch Niederlande zum Beispiel, Diskurse über Nexit, Italexit, Öxit, Dexit und so weiter. Das, was ich nur gerne thematisieren würde, ist, dass damit nichts gewonnen ist. Also selbst wenn wir morgen alle aus der EU austreten, ja, also alle treten aus, dann ist immer noch die Frage, was machen wir auf diesem Kontinent zusammen? Denn das Eigentliche ist ja geostrategisch gesehen, wenn Europa nicht irgendwie zusammenbleibt, was machen dann die Chinesen mit uns? Was machen dann die Amerikaner mit uns? Was machen gegebenenfalls die Russen mit uns? Was ist dann mit der Geflüchtetenkrise und Afrika und dem Verhältnis Europa zum afrikanischen Kontinent? Und diese Fragen werden alle durch einen Austritt nicht gelöst. Und insofern ist für mich das Einzige, Problem jetzt auch mit Blick auf diese Europawahl und auf die Zeit danach, das Nachdenken darüber, EU nein, Europa ja. Wie kann und muss das andere, das handlungsfähige, das souveräne Europa aussehen und wie kann es gestaltet werden? Sehen Sie die EU in der heutigen Form als substanziell oder existenziell bedroht? Naja, also die EU in der heutigen Form, die gibt es ja praktisch nicht mehr. Ja? Also gucken wir uns jetzt mal den Ukraine-Konflikt an. Wir tun ja immer so, als hätten wir so die geeinte EU zum Beispiel in diesem Konflikt. Die haben wir ja nicht. Wir haben ja gerade gesehen auf der Ratssitzung, wie Orban erstmal die Ratssitzung verlassen musste, weil er die 50 Millionen, das Paket zur Subventionierung der Ukraine nicht mitstimmen wollte. Ja? Und wo er dann in die Verhandlung gezwungen wurde, um es dann doch mitzustimmen. Wir sehen, dass wir gerade bei der Ukraine-Frage ganz viele Reißausstaaten haben. Also es ist ja nicht so, als wenn die Südschiene, Italien, Spanien, Griechenland, Portugal irgendwie mit dieser Ukraine-Politik einverstanden wäre. Auch Frankreich nicht, ja. Sondern im Grunde geht es da um eine Achse, sage ich mal, das Baltikum, die Esten, Polen mit den Briten, die gar nicht in der EU sind, mit Washington, ja. Also irgendwo wedelt der Schwanz mit dem Hund in dieser Ukraine-Politik. Das deutsch-französische Tandem ist mitnichten irgendwie ein Faktor. Das heißt, wenn wir früher gesagt haben, die EU, was ist denn die EU? Die EU, das war früher ein deutsch-französischer Motor. Das war früher ein deutsch-französischer Motor, der sich um die kleinen Staaten gekümmert hat, also Österreich, Niederlande, Slowenien, was auch immer. Und es war eine EU, in der das Parlament ein starkes Sagen hatte und die Kommission. Dann kann man heute feststellen, nichts davon ist mehr da. Es gibt keinen deutsch-französischen Faktor mehr. Die kleinen Staaten haben praktisch nichts mehr zu sagen. Ja, das sagen wir alle mal meine Freunde aus Brüssel. Es zählen nur noch die großen Länder in der EU. Und die supranationalen Institutionen, als da sind das Parlament und die Kommission, sind auch außen vor und der Rat entscheidet alles. Das heißt, wir sind überhaupt nicht mehr in einer strukturellen Situation, wo man sagen kann, die EU will das. Die EU macht heute eben Sachpolitiken, die nicht
ausreichend thematisiert werden. Digital Service Act, also Kontrollstrukturen über Internet und Handy, das wird dann alles noch so irgendwo durchgewunken. Aber wenn es um die entscheidenden Fragen geht, die die Bürgerinnen und Bürger hier interessieren, wo stehen wir in der Welt, wo ist unsere Beziehung zu Russland, zu China, zum Iran, was auch immer, hat Europa eine Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen? Sollte es das tun? Sollte es Frieden mit Russland schließen? Wie könnte man das machen? In diesen Fragen sehen wir ja täglich, dass nicht nur intern die Souveränität Europas nicht organisiert ist. Wir wissen ja bis heute nicht, wer entscheidet in der EU. Ist das Frau von der Leyen? Oder ist es Orban, wenn er blockiert? Oder ist es Scholz? Oder ist es das deutsch-französische Tandem? Wir wissen das nicht. Und weil wir die Frage nicht gelöst haben, EU-intern, wer entscheidet hier? Wer ist der Souverän? Kann Europa nach außen nicht handlungsfähig sein? Weil die Souveränität nach innen und nach außen gehören ja zusammen. Insofern ist Ihre Frage, wie geht es der EU? Gibt es die EU? Würde ich sagen, die EU ist in einem wirklich desolaten Zustand, weil sie es de facto bis heute nicht geschafft hat, genau diese Frage nach der Souveränität so zu lösen, dass die europäischen Bürger überzeugt sind, dass diese Lösung auch in ihrem Interesse ist oder sie mit dieser Lösung irgendeine politische Verbindung haben. Ja, Sie sprechen das demokratische Problem an, wir haben aber mehrere Probleme. Sie haben es auch schon angesprochen. Migrationsproblem, ein Riesenthema, das die Bürger aufwühlt. Weshalb wahrscheinlich oder ziemlich sicher auch diese blaue Welle, von der Sie sprechen, da losgetreten werden kann. Dann haben wir einen bürokratischen Wucher, eine Kompetenzfrage, die nicht gelöst ist. Was ist aus Ihrer Sicht das größte zentrale Problem der EU? Ja, das größte zentrale Problem, also es gibt ja irgendwie den Spruch von Hannah Arendt, ja, denn so wissen wir, radikal ist am Ende nur das Gute, denn das Böse wuchert. Ja. Und ich nehme das Bild immer gerne, das Böse wuchert wie so ein Krebsgeschwür. Ja. Und wir haben natürlich heute eine EU, die im Grunde niemand mehr überblickt. Ganz egal, ob zum Beispiel in diesen Bereichen auch der Agrarpolitik, gucken Sie wir uns an, wir hatten jetzt Bauernproteste in Portugal, in Spanien, in Frankreich, in Deutschland. Das hat natürlich auch viel mit einer Überregulierung der Landwirtschaft zu tun. Das hat viel mit den Milchpreisen zu tun. Das hat viel zu tun mit einer Gängelung von Flächen und so weiter und so weiter. Oder auch von Importen von chilenischen Äpfeln, die dann billiger sind als die Äpfel in der Normandie. Ganz praktische Probleme für die Bürger auf dieser Straße oder in unseren Ländern. Insofern ist ganz schwer zu sagen, was ist jetzt das einzige, alleinige Problem. Im Grunde ist die EU wie so ein Rastafari-Zopf, ja, der irgendwie so verfilzt ist, dass man kaum noch durchkämmen kann, ja, weil wir haben ein Demokratiedefizit, wir haben mindestens mal eine außenpolitische Handlungsunfähigkeit, wir haben ein Problem in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wir haben ein Strategieproblem, wir haben einen europäischen diplomatischen Dienst, der irgendwie nicht hörbar ist, ja, also den hören wir ja nicht. Wir haben keine eigenen Konzepte, wie wir diesen Kontinent gestalten wollen, Stichwort Sicherheitsarchitektur mit Russland, anstatt Krieg gegen Russland, in den wir ja gerade hineingetrieben werden. Und wir haben natürlich die klassischen, so ich sag mal, Bürger-Europa-Beziehungen, die einfach nicht stimmt, weil halt die meisten Leute der EU, wie es so schön heißt, überdrüssig sind, weil wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass die EU im Kleinen zu viel und im Großen zu wenig regelt. Das Große, wo die Leute sagen würden, ja, das hätten wir gerne mal europäisch, ja, Sicherheitspolitik, Klima, was auch immer, Flüchtlingspolitik, da scheitert die EU, aber im Kleinen kriegen alle Leute mit, oh, mein Glühlömpchen oder mein Ölkännchen und so weiter oder meine Bauernacker-irgendwas-Geschichte wird von, mein Traktorsitz von, wird von der EU reguliert. Und da ist so ein Missverhältnis, dass man es eigentlich umkehren müsste. Das heißt, das ganze Kleine, die ganzen Regulierungen, Agrarpolitik, was auch immer, es müsste alles zurück in die Regionen, in kleinere Abstimmungen, ja, also wo auch autonome Regionen über entscheiden könnten. Das ist ja sozusagen meine Idee eines Europas der Region, während die großen Dinge natürlich europäisch gemeistert werden müssen. Aber sagen wir mal andere Sachen, große Dinge, zum Beispiel European High Speed Train Net. Ja? Die Chinesen haben im letzten Jahr 10.000 Schienenkilometer gebaut mit Hochgeschwindigkeitszügen, die 350 Stundenkilometer einwandfrei fahren. Wir kriegen das nicht hin, dass wir mal einen Zug machen von, sagen wir mal, Kopenhagen nach Rom und von Budapest nach Paris. Das sind die Themen, die Bürger interessieren. Dass wir hier zum Beispiel so ein Zugnetz hätten, um klimaneutral zu werden, ja, anstatt über was auch immer CO2-Footprints zu diskutieren und im Abstrakten zu bleiben. Und da hat die EU ein riesengroßes Problem, dass sie es konkret für die Bürger nicht gut macht, aber im abstrakten Rahmen für die Bürger nicht zugänglich ist. Ja, Sie sprechen es ja eigentlich an, der Wohlstand
mit dem die EU ja angesprochen, also sie hat ja immer damit geworben, dass sie wohlstandsfördernd ist, dass sie quasi mit den Lissabonner Verträgen, ich meine, sie wissen das wahrscheinlich besser, dass die EU hat ja eigentlich versprochen, das innovativste, das quasi das technologieförderndste Gebilde überhaupt auf der Welt zu werden. Jetzt fragt sich natürlich, wie wettbewerbsfähig ist diese EU, wenn man beispielsweise auch an BRICS-Staaten denkt, China insbesondere, an Amerika, wie wettbewerbsfähig ist die EU tatsächlich? Ja, oder Wissensgesellschaft, ja. Also das sind ja alles so Wörter gewesen, die wir vor 10, 15 Jahren im europäischen Raum diskutiert haben. Ja, Wissensgesellschaft, und stellen halt fest, dass unter den 20 führenden Universitäten, ich glaube, eine europäische ist. Ja, also das heißt, wir sind auch im Bereich der Innovation wahnsinnig zurückgefallen. Und das trotz der gesamten Forschungsförderung, Horizon 2020 und wie das alles heißt. Und das ist ja schon bedenklich. Also wir sind ja eigentlich ein toller Kontinent. Das darf man ja nicht vergessen. Wir sind sozusagen kulturell, geistesgeschichtlich, architektonisch ein wirklich schöner, reicher Kontinent mit vielen Firmen, viel Innovation, viel Brain, und sind trotzdem in internationalen Ranking, wenn man sich zum Beispiel universitäre Listen anguckt und so weiter, sind wir nicht führend. Also keine Marktsetter, keine Trender, und also auch im Bereich KI und in all diesen dynamisierten Industriebereichen. Ja? Und insofern haben wir tatsächlich ein Problem, und das Problem hängt aber daran, dass wir uns tatsächlich nicht einen können. Also wir haben ja immer noch nicht diesen Liquid Financial Market, den wir schon während der Bankenkrise machen wollten. Wir haben immer noch keine Eurobonds, wir haben immer noch kein europäisches GAFA. Also wenn wir einfach mal darüber nachdenken würden, was passieren würde, wenn wir zum Beispiel SAP, Nokia, Olivetti, diese Firmen in so ein europäisches GAFA packen würden, ja, und wir würden nicht an dieser amerikanischen Datenkrake hängen, Google, Amazon und so weiter, was das für uns bedeuten würde, weil da hängen ja ganz viele Sachen dran. Da hängt dran, dass diese amerikanischen Firmen, wenn die dann in Amsterdam oder wo ihre Niederlassung haben, praktisch keine Steuern zahlen, also alle europäischen Daten abgreifen, die dann auf amerikanischen Servern sind, hier keine Steuern zahlen. Das ist für Europa ein Verlustgeschäft und arbeitet gegen die europäische Souveränität. Und über diese Sachen nachzudenken, das heißt, wie können wir eigentlich European in Industrial Champions produzieren, also zum Beispiel im Bereich der Digitalwirtschaft oder, wie ich eben gesagt habe, im Bereich der Züge. Es wurde ja auch schon mal diskutiert, dass wir Siemens und Alstom, dass wir einen Zug, genau wie Airbus, ja, so eine europäische Firma daraus machen, um diese Schnellzüge zu bauen. Das passiert alles nicht, und damit vergeben wir uns Wettbewerbsvorteile, wir vergeben uns Souveränität, wir vergeben uns Handlungsfähigkeit und das alles. Und stattdessen kriegen die Leute von dem Klein-Klein zu viel mit. Sehen Sie diese Europawahl, die Sie da erwähnt haben, diese blaue Welle, sehen Sie diesen Rechtsruck in Europa als Chance oder als Verschlimmerung der aktuellen Situation? Naja, wie heißt das so schön bei Gramsci? Hoffnung ist nicht, dass die Dinge besser werden, sondern Hoffnung ist, dass man das Richtige tut, auch wenn sie nicht besser werden. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Dinge in Europa erstmal nicht besser werden. Ich glaube, dass Europa unter wahnsinnigem Druck ist, weil es ja überall sichtbar ist, dass wir sozusagen auch ökonomisch absacken, weil Europa hängt ja an Deutschland. Deutschland hat natürlich eine fehlgeleitete Politik ohne Ende gemacht in den letzten Jahren. Das braucht man nicht weiter zu thematisieren. Aber in dem Moment, wo sozusagen Deutschland sinkt, ja, als der Stabilitätsanker Europas, passiert ja mit den anderen Ländern auch etwas. Ja? Und das, was wir sehen, ist ja, dass wir uns längst schon auf dem Weg in eine Kriegswirtschaft befinden, würde ich sagen, auch mit diesen ganzen Milliardenkrediten, die jetzt bewilligt werden. Das heißt, wir werden jetzt offenbar, so scheint es mir, in einen Krieg getrieben. Ja, es wird überall thematisiert, die offene Konfrontation NATO, Russland und so weiter. Es wird viel darüber gesprochen, auch Herr Kujat, dass dieser Krieg sich so als Abnutzungskrieg im derzeitigen Frontverlauf stabilisieren könnte. Das heißt, wir haben dann 10 Jahre oder was auch immer, hier einen Krieg auf europäischem Boden, wie auch immer wir daran beteiligt sind. Das zieht natürlich Energie aus unseren Gesellschaften, aus unseren Sozialsystemen, aus unserer Wirtschaft, ja. Und ich habe das Gefühl, dass Europa keine geostrategischen Ressourcen besitzt, um darüber nachzudenken, was wir da eigentlich tun. Weil de facto sind wir dann das Territorium, auf dem dieser Krieg sozusagen irgendwo stattfindet, als Stellvertreterkrieg oder Abnutzerkrieg, während die USA irgendwo fein raus sind, ja, und auch billigere Energiepreise haben, weil sie eben nicht die Pipeline gesprengt wurde und so weiter. Das heißt, wir in Europa, cum grano salis, sind in selbstschädigenden Politiken und kommen trotzdem nicht raus. Also selbstschädigend in dem Sinn, dass wir offenbar jetzt auf ein Kriegsgeschehen mit Russland uns zulaufen oder hineindiskutieren, während die Amerikaner ja längst gesagt haben, Moment mal, wir sind da draußen, was natürlich auch an der US-Wahl hängt. Also wenn Trump jetzt gewählt wird, hat es ja schon gesagt,
wird er sich aus diesem Kriegsgeschehen offenbar entziehen und sagen, wir werden euch nicht verteidigen, wenn ihr die 2% NATO-Ziel nicht erfüllt. Ja? Das heißt, wir kommen dann aus dem sozusagen russisch-ukrainischen Krieg nicht mehr raus. Wir bezahlen auch dafür, während die Amerikaner schon wieder draußen sind. Damit will ich sagen, Europa hat keine klare Sicht von sich selbst, keine klare Sicht von seiner Notwendigkeit einer Emanzipation, keine klare Sicht auf seine geostrategischen Bedürfnisse, die dann natürlich wären, nicht in einen Krieg mit Russland zu gehen, sondern auf eine Versöhnung und eine Friedensordnung mit Russland hinzuarbeiten. Und das aber wird hier gar nicht mehr diskutiert. Insofern glaube ich tatsächlich, dass auch mit Blick auf die Europawahl wir sehr, ich sag mal, Schnellschussdiskussion machen, ja, weil im Grunde jetzt für mich absurderweise die Einigung Europas über die sozusagen über den Kampf mit Russland erzielt werden soll. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass wir in dieser Diskussion nur verlieren können. Ja, also dass Europa sich sozusagen nicht aus sich selber stabilisieren kann auf diesem Kontinent in Abgrenzung zu Russland, sondern nur mit einer kontinentalen Friedensordnung mit Russland. Aber die wird nicht diskutiert. Und insofern werden wir in Europa jetzt besonders durchgeschüttelt, ja, also zwischen den Amerikanern, die sich zurückziehen, den Europäern, die irgendwie mit diesem Krieg alleine auf dem Kontinent gelassen werden, einem China, das seine, ich sag mal, Seidenstraßeninteressen hier auf diesem Kontinent durchdrückt, Infrastruktur, also ich sag immer gerne, der Zug zwischen Belgrad und Budapest, der wird gerade von den Chinesen gebaut, ja, der wird nicht von Europa gebaut. Und wenn man sich das alles anguckt, dann muss man einfach feststellen, dass wir im Moment einen dringenden Bedarf an geostrategischer Planung haben, zu der Europa nicht in der Lage scheint. Kurze Anschlussfrage, wie unabhängig ist eigentlich Europa oder wie unabhängig ist vor allem die EU, wenn es auch in ums Verhältnis EU-USA geht, wie unabhängig ist die EU? Ja, das ist eine interessante Frage, ja. Und ich glaube, die ist die einzige Frage, die sozusagen von Relevanz ist auf diesem Kontinent. Sind wir überhaupt noch in der Lage, unabhängig zu sein? Also wären wir, wenn wir es wollten, wir wollen es ja noch nicht mal, aber wenn wir es wollen würden, über eine Emanzipation Europas nachzudenken, wäre es dann möglich? Wäre es geoökonomisch möglich, also ökonomisch, ja, China, USA, Russland? Was müssten wir machen und wäre es geostrategisch möglich? Und ich glaube, es wäre möglich für Europa, unabhängig zu sein, auch neutral zu sein, sich anzubieten als Plattform auch den BRICS-Staaten, da ist ja jetzt die Dynamik, wir sehen das ja überall, also zum Beispiel, wenn jetzt auch Südafrika am ICC gegen Israel vorgeht und so weiter, wir sehen ja, dass wir gerade eine geoökonomische Umbruchssituation erster Güte haben, die BRICS-Staaten jetzt massiv nach vorne treten, es wird immer von China geredet, aber auch Indien natürlich, so. Und wenn wir das alles mitdenken wollten, dann wäre ja die einzige Chance für Europa zu sagen, wir wollen in dieser multipolaren Welt als multipolare Einheit dabei sein, als geeinte europäische Einheit. Was ist denn unser Alleinstellungsmerkmal? Was können wir denn besonders gut? Wir haben ja sozusagen die ganze Balancing of Power-Erfahrung von 3 Jahrhunderten, in denen wir uns ständig als europäische Staaten irgendwie ausbalanciert und bekriegt haben. Ja? Ich fände es eine gute Idee, für Europa zu sagen, wir bringen das in die Welt des 21. Jahrhunderts ein. Weil das ist ja die Frage von morgen. Wie wird sich eine multipolare Welt, die gerade aus der amerikanischen Hegemonie sich rausrollt, wie wird sich diese Welt einpendeln? Ja? Und da könnte ja Europa sein Wissen um diese Auspendelungs- oder diese Balance-Mechanismen einbringen und sagen, wir bieten uns als neutrale Plattform Europa an, was nicht heißt, dass wir nicht verteidigungsfähig sein sollten, aber wir bieten uns als neutrale Plattform an, um das zu machen. So. Und die entscheidende Frage für mich ist, kriegen wir das überhaupt noch hin? Industriell, kriegen wir das noch hin geoökonomisch und strategisch? Ich weiß es nicht. Ja, also es ist, wenn Sie so Artikel lesen, hier Wolfgang Streeck zum Beispiel, ist ja ein Sozialwissenschaftler am Max-Planck-Institut, der schreibt interessante Artikel über die sogenannte NATO-isierung der EU. Also dass sozusagen die EU immer mehr ausgebaut wird zu einer Art Vorhof der NATO. Also wer noch nicht in die NATO kann, kommt jetzt mal in die EU. Das ist diese ganze Diskussion über Ukraine muss jetzt morgen in die EU. Ja? Wenn man nach Brüssel geht
und mit den Leuten spricht, dann hat man haufenweise Leute, die sagen, Gottes Willen, die Ukraine in die EU, wie soll das denn gehen? Ja, die ganze Landwirtschaft, also wir denken ja immer, sicherheitspolitische Interessen, die Ukraine muss in die EU. Aber gucken wir uns mal die Ukraine an, ja, das sind riesige Agrarflächen. Wollen wir die in die europäische Agrarpolitik nehmen? Da denkt ja keiner drüber nach. Das wäre ja der absolute Wahnsinn. Das heißt, alle in Brüssel, die da sitzen, wissen, dass die Ukraine nicht in die EU kann. Trotzdem kriegt das aktuelle System in Brüssel es derzeit nicht hin zu sagen, na, die Ukraine kann nicht in die EU. Der Druck entsteht aber, dass jetzt alle wissen, in die NATO kann die Ukraine nicht, also soll sie wenigstens schon mal in die EU. Das würde dafür sprechen, dass wir gar nicht so unabhängig sind und dass wir nicht das tun können, was wir in Europa als emanzipiertes Europa tun sollten. Darüber zu reden, wäre schon mal die erste wichtige die Notwendigkeit. Gut, Sie haben jetzt die NATOisierung von Europa, von der EU angesprochen. Es gibt sogar Kommentatoren, die gehen noch weiter, die sagen, Europa oder die EU sei ein Vasall Amerikas. Würden Sie da mitgehen? Oder ist das völlig, völlig out of context? Ist das völlig übertrieben, überschossen? Ist das völlig falsch? Na, völlig falsch ist das nicht. Also nicht nur gibt es ja Emmanuel Todd oder Oscar Lafontaine und viele andere wichtige Stimmen, die darüber Bücher geschrieben haben, aber noch interessanter finde ich, dass es ein Policy Paper gegeben hat vom European Council on Foreign Relations. Das ist ja eigentlich ein sehr, ich sag mal, pro-europäischer oder systemkonformer Think Tank. Und die hatten vor einigen Wochen auch ein Papier, The Vassalization of Europe. Ja, und das finde ich schon sehr interessant, wenn man sozusagen systemimmanent inzwischen schon Stimmen hat, die sagen, Moment mal, wir reden die ganze Zeit, also Stichwort Macron. Macron hat ja eine Rede nach der anderen gemacht, europäische Emanzipation und so weiter. Wir reden die ganze Zeit von der Notwendigkeit einer europäischen Emanzipation. De facto passiert das Gegenteil, wir werden vassalisiert. Ja. Ob wir das Wort benutzen oder nicht, ist eigentlich zweitrangig. Worüber wir nachdenken müssen, und das ist das Wichtige, ich wiederhole es nochmal, wir kriegen keine Souveränität nach außen und keine Handlungsfähigkeit, wenn wir nach innen nicht fixieren, wer der Souverän ist. Souveränität nach innen und nach außen gehören zusammen. Das heißt, wenn wir die Frage nicht klären, wer in der EU entscheidet, die EU, Frau von der Leyen oder Nationalstaaten, Orbán oder Frau von der Leyen und so weiter. Ja, und die Frage ist ungeklärt, weil wir im Grunde den letzten Schritt der Demokratisierung Europas nicht gegangen sind. Wer entscheidet am Ende immer? Die Bürger. Also verstehen Sie, wir müssen raus. Das ist ja das Gerede, Überwindung der Nationalstaaten. Ja? Also dass wir uns immer sozusagen in eine Konfrontation begeben, EU gegen Nationalstaaten. Der Ausweg wäre, wir entscheiden als europäische Bürger zusammen. Das wäre der Ausweg. Wenn ich das noch sagen darf, das war ganz interessant. Also um mal ins Detail zu gehen, im letzten Oktober, ja, gab es im Europäischen Parlament, im AFCO Institutional Committee, Vorschläge, ein sogenanntes europaweites Referendum zu organisieren. Weil der Plan ist ja, dass nach der Europawahl im Januar 2025 eigentlich ein europäischer Konvent einberufen werden soll, der nochmal die Frage der Erweiterung, der Reform, der Vertiefung, diese ganzen Fragen klären soll. Weil es ist völlig klar, dass die EU in ihren derzeitigen Strukturen mit 35 oder 36 Staaten nicht funktionieren kann. So, dann soll ein Konvent einberufen werden. Und die Idee, die im Oktober verhandelt wurde im AFCO, war die zu sagen, können wir dann über das Ergebnis dieses Konventes 2029 ein europaweites Referendum machen, wo alle europäischen Bürger, 450 Millionen Bürger, an einem Tag über dieses Ergebnis abstimmen. Das wäre natürlich wirklich ein Akt der Souveränität der europäischen Bürger, die da entscheiden könnten über ihren Zukunftsentwurf. Ja? Alle haben, und dann hätten wir dieses nationale Gerangel, sind die Iren jetzt dagegen oder sind die Malteser dagegen, das wäre vom Tisch und wir hätten im Grunde das demokratische Prinzip, eine Person, eine Stimme in Europa mal durchgespielt. Ja? Ich fände das sehr gut. Das ist natürlich abgeräumt worden. Ja, es hatten zu viele Leute was dagegen. Also ist das abgeräumt worden. Ich würde nur gerne sagen, da steht die Debatte. Die intellektuelle und die politische Debatte steht auch im Blick auf die Europawahl genau da. Darüber müssen wir diskutieren. Sie haben vorhin etwas Interessantes gesagt. Das ist, die EU kann nicht ohne Deutschland. Und ich glaube, das stimmt. Jedoch die Umkehrfrage interessiert mich fast mehr. Kann Deutschland ohne die EU? Ja, natürlich nicht. Ja, das glaubt Deutschland immer, aber natürlich kann es nicht. Also erstmal kann kein Land, das im Euro ist, ohne die EU. Also der Euro hängt an der EU, hängt an der EZB. Das heißt, allein die Frage, ob wir Dexit machen, ist völlig abenteuerlich, weil wer sagt Dexit, müsste die Frage beantworten, ja okay, ist dann Deutschland auch raus aus dem Euro? Dann kann ich sagen, ja gut, Prost Mahlzeit, probiert es mal. Es ist ja vor 10 Jahren nicht mal gelungen, die Griechen rauszuschmeißen. Ja, das heißt, Dexit geht nicht. Wir sind über den Euro de facto, wenn man das so
sozusagen so lakonisch sagen möchte, im Rührei. Und man macht keine Eier mehr aus Rührei. Ja, wir sind schon zusammen. Die Frage ist also jetzt nur noch, wollen wir das Rührei demokratisieren oder wollen wir es demokratisieren? Das ist unsere entscheidende Frage. Ja, es gibt kein Zurück mehr. Es gibt sowieso nie ein Zurück in der Geschichte. Und deswegen ist die Frage der Demokratisierung die entscheidende. Und dieser Frage sich zu stellen, fände ich einfach sehr sinnvoll. Ja. Also rein vom Konzept her wäre ein Dexit, so wie, also das wurde ja diskutiert, Alice Weidel hat den aufs Tapet gebracht, alle waren völlig hysterisch, haben den abgelehnt, nicht mal diskutiert, nicht mal irgendwie angedacht. Das wäre aus ihrer Sicht überhaupt nicht umsetzbar. Also rein, das ist der völlig realitätsfern. Naja, also ich halte es für relativ, also erstmal würde ich mal ein bisschen lakonisch sagen, wer jetzt glaubt, man macht Dexit und tritt mal eben aus dem Euro aus und dann kriegt man die schöne alte D-Mark der schönen alten Bundesrepublik zurück, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dann schaffen wir ein Machtvakuum und in dieses Machtvakuum würde wer reingrätschen? Wahrscheinlich die Amerikaner und am Ende hätten wir den Dollar. Ja, dann passiert uns so ungefähr das, was jetzt mit Xavier Millet in Argentinien passiert, dass ein Land, das sich sozusagen 20 Jahre abgemüht hat, um von den USA etwas unabhängig zu werden, auf einmal doch den Dollar bekommt. Ja, so, also das würde ich mal so als kleine These wagen, dass hier kein Land die nationale Währung zurückbekommt, wenn wir hier irgendwie Unraveling machen, also wieder alles zurückführen. Ja? Und insofern kann ich nur sagen, wir haben ja jetzt lange Zeit gehabt, 10, 20, 30 Jahre, um zu diskutieren, ob wir sozusagen einen Binnenmarkt haben können ohne eine politische Integration. Und wir haben nach 20 oder 30 Jahren gesehen, nein, das können wir nicht. Ja? Wir haben, ich sage immer, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Wir haben den Markt, wir sollten ihn behalten, den Binnenmarkt. Wir haben eine Währung, weil wir gesagt haben, ein Markt braucht eine Währung. Und jetzt würde ich sagen, eine Demokratie. Aber eine Demokratie, und das ist wichtig, das heißt nicht Zentralstaat. Das heißt es überhaupt nicht. Es heißt nur der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz für alle Bürger. Das ist was ganz anderes. Ja? Also wir sind ja auch in der Bundesrepublik zum Beispiel alle Bürger gleich vor dem Recht, aber noch lange kein Zentralstaat in der Bundesrepublik Deutschland. Ja? Und so müsste das auch für Europa sein. Das heißt, was mir vorschwebt, ist ein komplett dezentrales, regionales Europa, aber wo der Gleichheitsgrundsatz für alle europäischen Bürger als Grundlage einer europäischen Demokratie gilt, wo also Bürger nicht mehr zueinander in Konkurrenz gestellt werden. Die kriegen das Bürgergeld, die kriegen kein Arbeitslosengeld und so weiter, weil Bürger konkurrieren nicht, Märkte konkurrieren. Und insofern glaube ich, dass unsere Diskussionen der letzten 10, 20 Jahre in die Irre gelaufen sind, weil wir immer glauben, wir können alles haben, ja, aber die politische Union nicht machen. Alle wollen irgendwie doch den Euro, selbst Marine Le Pen will den nicht mehr aufgeben, hat inzwischen auch kapiert, dass das nicht so einfach ist. Keiner will auf den Binnenmarkt verzichten, also alle wollen, sage ich mal, den europäischen Reibach, aber keiner will den politischen Preis dafür bezahlen. Und an der Stelle sind wir immer noch, und für mich ist eigentlich nur die Frage, wann zahlen wir mal den politischen Preis und wir würden viel dabei gewinnen. Gedankenexperiment, Sie haben jetzt gesagt, eigentlich Euro haben wir, Sie haben ja den Demokratiemangel haben Sie jetzt angesprochen. Also im Umkehrschluss würde ich jetzt natürlich überspitzt formuliert, würde ich sagen, okay, die EU ist diktatorisch. Oder ist das, was ist die EU eigentlich? Ist das ein diktatorisches, autokratisches, elitäres Konstrukt? Wie würden Sie das beschreiben? Ja, das ist ja tatsächlich nicht so einfach, aber um das nochmal ganz klar zu sagen, wenn ich von einem demokratischen Europa rede oder wie ich das gerne sage, Europäische Republik, ja, dann meine ich das Gegenteil der EU. Das muss ganz klar sein. Ich meine keine zentralisierte EU, die eine Durchgreifsgewalt hat auf legitimatorischer Ebene. Ja? Was die EU heute ist, das ist relativ schnell beschrieben. Wir haben eine sogenannte Trilogie, das heißt, wir haben ein politisches System, was sich zwischen Rat, Kommission und Parlament sozusagen die Macht verteilt, wobei wir zwei Einheiten haben, nämlich die Kommission und den Rat, die beide zugleich Exekutive und Legislative sind. Das ist schon mal nicht ganz so einfach. Ja? Also eigentlich setzt ja die Kommission, die hat das Initiativrecht. Das Parlament wiederum, was eigentlich das Initiativrecht haben müsste, kann nicht alles entscheiden, entscheidet auch nicht letztverbindlich für den Haushalt, was aber das nobelste Recht eines jeden Parlaments wäre. Das macht dann der Europäische Rat. Das fängt ja schon damit an, dass wir alle Frau von der Leyen nicht gewählt haben. Frau von der Leyen aber Kommissionspräsidentin ist. Warum? Weil nicht das Parlament, sondern der Europäische Rat den Kommissionspräsidenten einsetzt. So. Das heißt, wir haben ein System in der EU, was man früher immer so ein bisschen euphemistisch sui generis genannt hat, ja, also das sich aus sich selbst heraus erklärt. Wir sehen jetzt nach 30 Jahren, dass das nicht funktioniert. Wir haben, glaube ich, alle, wir machen diese Debatten ja seit 30 Jahren, ja, Staatenbund, Bundesstaat, wer entscheidet, das ist ja alles nicht neu. Wir haben jetzt seit 30 Jahren gesehen, dass die Governance-Strukturen so nicht funktionieren.
funktionieren, zumindest nicht im Bürgerinteresse, nicht dezentral, nicht regional, nicht demokratisch. Wir haben jetzt, glaube ich, eine unmittelbare Chance, das zu ändern, ja? Dass wir sagen, wir haben jetzt nochmal nach diesen Wahlen vielleicht 4-5 Jahre Zeit bis 2030, auch unter dem Druck dieses Krieges und all dem, was hier in diesem Kontinent gerade ist, dass wir sagen, wir kriegen nochmal die Kurve, um von der EU zu einem funktionierenden, demokratischen, souveränen Europa zu kommen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann kann ich nur sagen, ja gut, dann haben wir es einfach nicht geschafft. Aber dann möge doch bitte keiner glauben, dass wir hier nochmal so eine Happy Return in das Europa der Vaterländer oder die tollen Nationalstaaten schaffen. Das, aus deutscher Perspektive denkt man das immer. Ja, wir können ohne, auch ohne den Binnenmarkt, was auch immer. Aber jetzt sage ich mal, wenn Sie Finnland sind oder Malta oder Litauen, was soll denn dann die Rückkehr in den Nationalstaat, was soll das denn bedeuten? Meine These habe ich eben schon gesagt, ich würde sagen, dann kriegen wir die komplette Dollarisierung des europäischen Raumes, dann werden die Chinesen mit der Seidenstraße hier nochmal schön durchmarschieren, dann ist für Europa nichts gewonnen und dann geht es den europäischen Bürgern nicht besser, sondern schlechter und keiner ist glücklich in seiner schönen alten Nostalgie-Nationalstaatswelt, sondern alle sind in einem Kontinent, der nicht mehr den europäischen Bürgern gehört. Letzte Frage. Aus Schweizer Sicht interessiert uns natürlich auch ein Rahmenabkommen, ein hypothetisches Rahmenabkommen, das einigermaßen jetzt entwurfsmäßig schon auf dem Tisch liegt. Es waren Sondierungsgespräche, sind da vorangegangen. Sie kennen sich gut aus in der Schweiz, wir waren auch oft da, beratend auch, fungiert im Parlament. Jetzt haben wir eigentlich so eine, ja, man kann böse kritische Stimmen würden sagen, Rahmenabkommen 2.0, gleiches Vertragskonstrukt, man etwas harmlosere Stimmen sprechen von bilateralen 3. Wenn Sie jetzt so in die Grundsätze aktuell in diese Debatte einschreiten müssen, was würden Sie der Schweiz raten? Finger weg oder ja, das ist vielleicht ein guter Weg. Was würden Sie da der Schweiz raten? Naja, also die Schweiz hatte ja sozusagen eigentlich die komfortable Lage, dass sie nicht in der EU war, offiziell, deswegen nicht bezahlt hat, aber auch nicht mitgestimmt hat, ja, aber trotzdem 90% des sogenannten Acquis-Communautaire immer mitgetragen hat, ja, weil natürlich jeder Lastwagen, der irgendwelche italienischen Güter nach Deutschland transportiert, durch irgendeine Schweizer Autobahn fahren muss, so. Das wiederum ist natürlich diesen Acquis mittragen, wenn sich jetzt der Acquis sozusagen ins Negative wendet. Also wenn jetzt hier Datenschutzverordnung, Digital Service Act, also wenn sozusagen in der EU die Strukturen tendenziell tatsächlich undemokratischer werden, dann ist es für die Schweiz eine reale Frage, will ich da noch mitmachen? Ja? Ich würde tatsächlich der Schweiz jetzt mal raten, sich ein bisschen an den Zaun zu stellen und mal zu gucken, was da in der EU so passiert. Ich glaube tatsächlich, dass was passieren wird. 9. Juni, ich kann es nur allen sagen, sind Europawahlen. Ich glaube, dass diese Wahlen de facto ein Desaster sein werden im Sinne von blaue Welle. Ja? Dann werden sich einige umgucken, dann werden sie so, okay, was machen wir jetzt? Alle wollen austreten. Ich sage ganz entspannt, bitte gerne austreten, ja, weil die EU hat sich wirklich verlaufen. Die Frage ist nur, mit dem Austritt ist es nicht getan. Wenn alle ausgetreten sind, ist die eigentliche Frage erst auf dem Tisch. Was machen wir dann, um ein demokratisches, handlungsfähiges Europa zu haben? Denn zu glauben, dass wir in der multipolaren Welt als Nicht-Europa irgendwie noch Mitsprache haben in der Welt, das habe ich, wie ich eben gesagt habe, schon halte ich für relativ absurd. Insofern sollte die Schweiz mal daneben stehen. Und wenn Europa sozusagen die Kurve kriegt, ja, und wenn im Zuge dieses Konventes vielleicht in den nächsten 5 Jahren schon coole Ideen auf dem Tisch liegen, wie wir ein europaweites Referendum machen können, wie wir Europa regional aufbauen, wie wir den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz durchsetzen, wie wir uns in einer multipolaren Welt sozusagen behaupten könnten, wie wir einen Friedensschluss mit Russland anstreben und diese ganzen Dinge, dann würde ich der Schweiz sagen, naja, 2029 vielleicht mal ein Beitrittsformular stellen in die dann neu begründete Europäische Union. Warten wir es ab. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für Ihre Ausführungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns wohlgesonnen. Abonnieren Sie unsere Kanäle. Schauen Sie vorbei auf weltwoche.de und weltwoche.ch. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank.